Ja, moin. Hier ist Ralf Suhr aus der Natur wieder mit einem neuen Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Mass Rocket Heater, und zwar beweglich. Dazu habe ich mir ein paar alte Ofenteile vom Schrott geholt. So ein T-Stück hier. Und das hatte diesen Deckel. Hier oben drauf habe ich umgebaut und möchte ich gerne eine Vorheizung einbauen. Und zwar kommt hier ein Schlauch ran, der dann hier irgendwo die warme Luft wegholt. Muss ich mir noch mal überlegen. Hier kommt das hier rein. Dann würde ich mal gucken, ob das mit dem Dach funktioniert. Und dann kommt hier das Rohr, geht dann nach oben. Dann kommt noch mal eine Dämmung rum und ein Fass oben drauf. Ja, die einzelnen Arbeitsschritte, die zeige ich dann im Zeitraffer, glaube ich. Ja, ich hatte mir gedacht, je schneller ich diesen Ofen fertig habe, desto schneller ist die Werkstatt warm, weil mit dem alten Ofen stehen. Und der bringt das überhaupt nicht. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wieso die früher solche komischen Ofen gebaut haben. Das ist ein Sandstein, nehmen wir mal lieber nicht. Ich mache so einen schönen Backstein mal. Ja, dazu habe ich mir Sackpellige geholt, und zwar hier wasserabweichende Dämmstoffe-Fittung für zweischaltige Außenwände von Knauf. Kostet ein bisschen was, ich glaube 27 Euro, aber da kommt man auch ganz gut mit hin, weil ich brauche ja nicht so viel. Und nachher kommt ja noch die Lehmschicht da oben drauf und dann sieht das ganz gut aus. So, Cutter. Also das ist auch eine neue Werkstatt hier und dieser alte Ofen, der bringt nichts, das kannst du voll vergessen. Und deswegen baue ich mir jetzt natürlich einen Rocket Mass Heater. Läuft also in jede Ritze und verbackt so gesehen hier den, füllt die Fugen von den Steinen und dämmt diese so eben halt, obwohl das eigentlich gar nicht gedämmt werden soll, weil die sollen ja Wärme aufnehmen, um die Menge wieder abzugeben.
So. Das ist das Auspuffrohr. Das muss ich jetzt hier abschneiden. Wenn ich mit der Tonschicht bis hier hingehe, schon ein bisschen reingedrückt wird, dann komme ich auf diese Höhe. Ganz genau in der Mitte. Da muss er. Also der Abstand zwischen Deckel der Tonne und dem Heatriser, der darf nicht zu groß sein. So, ich habe schon mal ohne euch ein bisschen weiter gemacht und bin hier gerade dabei, wie man hier sehen kann, habe ich hier gerade einen Haufen Lehm angemischt, und zwar habe ich den mit Asche von Steinkohle angemischt. Das heißt, bei Steinkohle, wenn man mit Steinkohle heizt, bleibt immer eine Menge Asche übrig, ungefähr 30%, und das kann man super mit in die Lehmmischung einmischen, weil das ja auch hitzebeständig ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier die Steine einzuarbeiten, um hier eine Auflage für den Heatriser zu schaffen und eine Auflage für die Tonne an sich. Ich bin gespannt, wie das Ding nachher abgeht. Ich hoffe, der Rohrdurchmesser ist nicht zu klein. Weil ich habe gesehen, dass dieses Rohr, wenn das ungefähr 10 cm ist, müsste dieses ungefähr 12 bis 13 cm sein. Also es wäre nicht schlecht, wenn man hier ein größeres Rohr nimmt. Und das Abgasrohr sollte auch größer sein. Und zwar kann das ruhig bis zu 16 cm groß sein.
Aber 160er Rohre, schlecht zu kriegen in Deutschland. Außer diese dicken Stahlrohre, diese Heatriser-Rohre, die sind echt teuer. Die kosten ein Rohr 30 Euro ungefähr. Und die Dinger hier, die gibt es auf dem Schrottplatz für lau. Ne? Also ist schon echt ein Unterschied. Fein auftragen. Als Untergrund habe ich hier ein paar Reitreste genommen, damit der Lehm ein bisschen im Untergrund zusammenhält, weil er ja hier auf dem Sand aufliegt. Und das verbindet dann besser. So. Ja, ich habe leider keine vernünftige Kelle. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich muss erstmal meine Werkstatt neu einrichten hier. Ich habe schon fast eine Stunde gesucht, aber nicht gefunden. So, den Heatriser, den habe ich jetzt schon platziert. Und den befülle ich jetzt erstmal mit Perlite. Staubt ein bisschen, am besten nicht einatmen das Zeug, wenn ihr das mal nachmachen solltet. Das hat ja Fließeigenschaften, das ist phänomenal, das Zeug. So. Ja, normalerweise habe ich beim Lehmarbeiten auch keine Handschuhe an. Das ist ja ein schönes Feeling, mit dem Lehm zu arbeiten, aber liebe Leute, wir haben ja heute im Moment, ja, 3,5 Grad und dann ist mir einfach zu kalt, mit den Fingern im Lehm rumzupanschen im Moment. Ich hatte vorhin schon abgefrorene Finger. So, das sieht doch gut aus. Der Lehm ist auch spitzenmäßig. Lehm lässt sich auch sehr gut mit dem Perlite mischen. Das kann man auch machen. Als noch höherwertige Dämmung, weil Lehm alleine ist nicht unbedingt hitzebeständig. Der knackt auch weg. Beziehungsweise trocknet schnell, bildet Risse. Ob das schon passt. Jawohl. Noch nicht? Ja. Kann die Tonne da jetzt so rein? Genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und eigentlich ist er jetzt testbereit. Mal gucken, wie schnell ich meine Bude hier warm kriege damit. Ja, und wer Bock hat, der kann demnächst auf meinen Workshop kommen. Ich mache einen Ofenbau-Seminar-Workshop. Da brauchen wir einen großen, und zwar so einen richtigen Rocket Master. Wie ich das schon einmal gepostet habe. Hat ja jemand von euch gesehen.
So, hier ist der Lehm. Und da mische ich den an. Ein bisschen warmes Wasser dazu. Und dann wie früher mit der Hacke. Geht natürlich auch mit Bohrmaschine und Rührstab. Das Ganze muss ein bisschen einschneiden. Ich bin auch gerade dabei, die Webseite von die neue Webseite von Native Power fertig zu machen. Tierische Arbeit, weil wir diesmal auch einen Shop mit drin haben. Und auf der Seite geht es dann auch um Holzgas und Mini-Biogasanlagen. Das ist also ein Stoff hier, was beim Koksverbrennen übrig bleibt. Wollte ich nur mal eben sagen. Das ist ein komischer Kommentar, ich habe wieder in meinem Video stehen. Vom Rechner zu sitzen und sich in YouTube reinzupfeifen, wo eine Arbeitet. Muss auch ein bisschen eingemaucht werden. Wie heißt das? Muss also ein bisschen Lehm muss ein bisschen durchziehen. Erst dann wird was. So, fertig gemacht. Tonne drauf und eine provisorische Abgasleitung. Da ich hier in einem alten Abbruchhaus bin und mir hier auf dem Lande Werkstatt gemietet habe und keiner weiß, wo es ist, habe ich auch kein Problem damit, hier ein bisschen zu experimentieren. Das ist doch geil. So, jetzt werde ich mal starten und zwar mal eben gucken, wie warm das hier ist, beziehungsweise kalt. Und zwar haben wir jetzt hier, kann man das sehen, ja, 3,2 Grad, also recht kalt. 3,2 Grad. Ich mache jetzt einen Test, wo ich jetzt hier nicht weiß, ob es hier geht. Ach hier, guck mal. Eine Werbung von meinem Energielieferanten. Die werde ich jetzt schön verheizen. So, rein damit. Also, geht auch. So. So. Und schon geht's los. Jetzt geht's ab. Geil, Omar, ey. Funktioniert doch tadellos, das Teil. Ja, jetzt mache ich mal diesen Trichter noch da drauf, weil das war ja auch nicht so geplant. Damit ich jetzt hier nicht meinen ganzen Mist kaputt mache. Ja, schade drum eigentlich. So, jetzt kann es losgehen.
Ja, ich habe noch ein ganzes Reitdach, das kann ich hier noch verkokeln. Ich bin jetzt bei einer Temperatur von 309 Grad. Weiß. Ja. 345 Grad. War jetzt die höchste Messung. So, und da hinten an dem Auspuffrohr haben wir 123 Grad. Und hier oben geht es dann gleich runter auf 40 und bis nach draußen auf 15 Grad. Also hier ist wirklich nichts zu befürchten. Das ist schon ein echter Kracher. Also hier die Tonne, wie gesagt, 300 und ein paar zerquetschte. Im Umgebungsbereich liegt das bei der Tonne bei 170 Grad. 180, haben wir gesehen. Oben im oberen Bereich ist um die 200 Grad. Und hier im Feuerbereich um die 450, 500, ist aber ja normal. So, ich habe hier so einen Glasdeckel noch drauf gemacht, von der alten Pfanne. Und durch diesen Nebenkanal hier zieht der Luft. Na, da ist er. Na, da kriegt er jetzt Luft. Und das klappt ganz gut. Ich gehe jetzt mal nach draußen und schaue, ob da jetzt überhaupt Rauch aus dem Schornstein kommt. Mal sehen. Ich wollte ja gucken, ob Rauch aus dem Schornstein kommt. So, jetzt nochmal von außen gucken hier. Man sieht hier tatsächlich, dass also kein Qualm oder kaum Qualm rauskommt. Das ist minimal. Und hier draußen habe ich eine Temperatur vom Rohr von 15 Grad. Also das ist eine Nullnummer. So, ich habe hier noch ein paar Veränderungen gemacht, und zwar habe ich hier einen Pellet Burner reingebaut. Dieser Pellet Burner wird von oben befüllt, hier kann man es sehen, und der ist jetzt gerade mal runtergebrannt. Jo, da qualmt das jetzt, da kriegt richtig Dampf hier drauf, muss ich gleich mal wieder nachfüllen. Und wie man sieht, habe ich das geschafft, hier 416 Grad drauf zu kriegen. Das ist unfassbar. Das Ding hat jetzt 150, 120 und geht da, ja, und am Ende geht es mit 83 Grad raus. Ja, so geht das ab da drin. Da kommt richtig Dampf drauf, Leute.
Dieses Metall, was ich hier angebaut habe, das wollte ich eigentlich zum Rühren, zum Drehen benutzen, damit die Asche hier absacken kann, aber das kannst du vergessen. Das ist schon hier verglüht, ne? Oder ist auch voll am Glühen. Ja, absolut geil, heiß. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, okay, so. Das kommt also daher, ich habe hier nochmal aufgemacht und habe hier in diesem Bereich, ich mache das jetzt mal ab, dann kann man mal reingucken. So sieht das da drin aus. Na, da habe ich so ein IKEA-Sieb genommen, und zwar dieses Sieb, das benutzt man irgendwie für Besteck. Das ist ein Edelstahlsieb und kostet, weiß ich, 2-3 Euro. Und man sieht ja hier tatsächlich, wie der ja. Das wegbrennt. Ich habe hier nochmal eine kleine Sache. Und zwar durch dieses kleine Loch hier bin ich in der Lage, die Flamme super zu regulieren. Ich halte hier einfach mal so ein kleines Blech vor. Moment. Kann man das mal vielleicht sehen. So ist die Flamme ganz ruhig. Man hört es auch. Jetzt ziehe ich die wieder auf. Und jetzt geht's ab. Das heißt also, durch diese kleine Schiebelehre hier kann man also die Flamme perfekt regulieren. Und die Öffnung reicht aus, weil die Luft kommt auch noch durch diesen Bereich hier. Das heißt, es liegt nicht ganz an. Hier zieht auch noch Luft rein, so dass das Feuer auf jeden Fall nicht tot geht. Jetzt habe ich das wieder gefüllt mit Pellets und schauen wir mal, wie die Temperatur hier jetzt ist. Jetzt haben wir 316, 350. 350 Grad, das ist schon echt gut. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Und das System ist perfekt. So werde ich das jetzt, ich werde hier vorne also auf jeden Fall noch diese kleine Reduzierung, die Luftreduzierung einbauen. Da werde ich noch, weiß ich nicht, so ein, es gibt ja diese Lüftungsteile, die man so drehen kann, ne? Wo die Lamellen drin sind. Und ich schätze mal, das ist das Optimale dafür. Jetzt muss ich nur noch das wieder zumachen hier mit Lehm und dann ist das Teil fertig. Ja. Ja, jetzt kann ich zur Endarbeit, zur Feinarbeit übergehen. Ich werde das Fass noch mal ein bisschen abschleifen, ein bisschen schöner machen und das hier wieder dicht schmieren. Schön. Bisschen schöner machen, und hier werde ich mir auch noch was einfallen lassen, dass ich das Rohr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rausgehen lasse, um noch mehr Support zu haben. Ansonsten ist das so perfekt, also die Bude ist warm, ich habe es jetzt hier von 3 Grad auf 11,8 an der Wand, und Bereich habe ich es jetzt hier oben 25 Grad. Ja, das Rohr hat 100 Grad da oben. Hier unten 120. Und das Fass in der Mitte 180. 208 oben, 275, 300. Und ja, 358 Grad. Aber jetzt, also das ist schon echt gut. Ich bin zufrieden. Dann kann man das lassen.